Ihr wollt wissen, wo ich das Wasser herhole? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Giffy. So, wir wollen weiter anschließen. Damit hier mal so langsam alles Mögliche auch wirklich produziert wird. Ich glaube, da fehlten noch die... Nee, da fehlt nichts mehr. Stimmt, da wird schon produziert. Irgendwo fehlte noch Stahl. Also die Stahlrohre. Da wollte ich jetzt als nächstes gucken. Wie sieht's bei dir aus? Okay, du hast... Da kommt so wenig Schwerölrückstand. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Weil von dem Zeug müssten wir eigentlich genug haben. Oder kommt hier nicht genug raus? Okay, das Zeug wird nicht genug verarbeitet. Warum nicht? Also wir gucken uns erstmal ein bisschen Fehleranalyse an. Du bekommst zu wenig Wasser. Ja, nichts schwerer als das. Wir könnten jetzt natürlich hier einmal Wasser langziehen und uns von hinten holen. Ist hier Restgummi? Schaue ich mal eben in meiner lustigen Liste hier. Ob ich da irgendwo... Ist das? Wo kommt da Wasser hin? Da kommen nur 40 irgendwas. Und dann haben wir noch... Okay, das System funktioniert erst, wenn das Uran auch angeschlossen ist. Oh shit. Das würde erklären, warum das gerade nicht läuft. Das bedeutet also, wir müssen wirklich uns Wasser noch wegholen. Ich sollte auch mal irgendwann die Musik ändern. Danke. Die Dinger hier ans Stromnetz anschließen, wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ne? Die würde ich aber irgendwie anders anschließen als den Rest. Egal. Das ist was, da kümmern wir uns später drum. Wassertechnisch, wie sieht es da eigentlich aus? Die brauchen jetzt deutlich weniger. Die brauchen 240 haben die als Verbrauch. 240 anstatt 300. Wenn ich mir hier das hochpumpe. Ich meine, das wird sich doch hier anbieten, oder? Wie viel brauchen wir denn hier? 40. Wir hätten 60 über jeweils. Nochmal 40. Na, hier müssten 200 rein, ne? Sehe ich das richtig? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir müssten 200 rein. Das kriegen wir hin. Ich weiß noch nicht genau wie, aber dann machen wir erstmal das. Weil dass das läuft, ist irgendwie gerade wichtiger als alles andere. Setze ich das jetzt hier hin? Schauen wir mal. In der Hoffnung, dass der Anschluss funktioniert. Das könnte klappen. Dorthin.
So. Wie machen wir das jetzt? Wir setzen uns dort einen hin. Dem Rohr da unten hin, sagen aber, wir hätten das gerne so. Okay, du guckst das schon direkt da hoch. Okay, weil die natürlich jetzt gerade nichts brauchen. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Weil solange die nicht an sind, funktioniert das nicht. Sobald die angehen, funktioniert das schon. Erst aber auch für so einen Fall bräuchte ich hier eigentlich nochmal einen Schalter oder sowas. Hier vorne. Okay, ich lasse das jetzt erstmal so laufen, weil dann kann auch das hier wieder funktionieren. Wenn hier wieder mehr reinkommt, sobald die wieder loslegen. Jetzt ja mal hier hingehen und den Spaß einfach ausschmeißen. Machen wir jetzt so einmal zum Bereinigen. Ziehen das auch schön durch, weil sonst funktioniert es nämlich gar nichts mehr. Schon leer. Sehr gut. Das ist der Spaß, der da hinten hingeht. Wieder in Sprit umgewandelt wird. Der Sprit geht ja dahin. Da ist aber auch alles kompliziert hier. So, du bekommst gerade langsam wieder neu. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Bei dir läuft, da kommt auch Koks an. Sehr gut. Wo hatte ich jetzt gesagt, brauche ich die... Da muss Turbodraht hin. Die macht schön Signalisation an. Okay, irgendwo... Ach genau, das war... ziemlich unter der Decke. Ich glaube, da oben. Genau, hier brauchte ich das. Machen wir jetzt. Moment. Wir haben den Stahl da hinten. So, schauen wir mal. Müsste ja jetzt. Gucken wir mal, da kommen die an. Hier gehen die rein und machen Stahlbetonträger. Da sind sie auch recht fleißig mit. Die kommen nur noch gar nicht raus. Auch schön. Egal. Wir schnappen uns jetzt den Kollegen hier. Oh, der liefert die nach unten. Oder kommen die von unten? In welcher Richtung kommen die denn jetzt rein? Der liefert die gar nicht. Weil die kommen von da. Und dann ist hier Ende, aber Beton kommt von unten. So war das. Okay. Du, Kollege, machst den Spaß jetzt mal dahin. Und dann nehmen wir uns die drei. Und gehen damit hier rüber. Damit dahin
Und zwar. Jetzt wird's interessant. Ungefähr. Okay, wir müssen nochmal zwischengehen. Muss ich mir jetzt irgendwie angucken. Wir brauchen den Kollegen da. Da müssen wir zwei rüber. Was ja nicht so wild ist. Eins. Zwei. Ist ja ein bisschen weit drin, ich weiß. Müssen wir. Hier wäre genau die Kante, dann gehen wir mal ja bis dahin. Dahin und so fertig. Da oben sind die Bänder. Den Kollegen. Komm mit. Du musst nämlich jetzt hier vorne dran. Oder vielleicht nicht. Wo bist du? Da. Dürfte auch kein Problem mit dem Zug geben. Okay. Doof. Nochmal. Du. Dahin. Du weg. So, jetzt haben wir erstmal die Rohre da stehen. Für mich immer noch das Beste, was sie in dem Update rausgebracht haben. Die Deckenhänger hier. Die gefallen mir so gut. Das macht das Arbeiten so viel schöner. So, damit geht der Spaß jetzt da rein. Was bedeutet... Hier oben drüber. Die laufen rein. Werden eben verteilt. Und ihr macht Statoren. Wunderbar. Gleichzeitig wird das Zeug wird hier rumgebracht. Dann geht das dahin. Da rein. Und bob. Was fehlt euch jetzt? KI-Begrenzer. KI-Begrenzer kam doch von hier, ne? Ebelgrenzer, aber auch ein Turbodraht. Turbodraht war hier, ne? Genau, und der braucht Kriteriumbahn. Das haben wir soweit alle schon angeschlossen. Das heißt, wir müssen nur noch gucken, dass das Kriterium Wasser kriegt, richtig? Oder was fehlt hier zum... Ja, Kriterium liegt an, Wasser aber noch nicht. 24... Prozent, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 Stück. 24 mal 12 sind 288, also eine 300er Leitung. Warum ich hier eine 600er habe, weiß ich nicht. Aber macht nichts. Woher kriege ich jetzt 300 Wasser? Wie hatte ich mir das gedacht? Ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Leitungen da unten. Erstmal eben hier zwischendurch.
Diese 600er, die müsste auch ordentlich Durchfluss haben, weil das alles da hinten wirklich gebraucht wird. Da geht nämlich das Wasser hoch für... Wofür geht denn das Wasser da hoch? Das geht darüber... Irgendwo da hinten hin. Okay. So, was wir jetzt bräuchten, wir halt Wasser oben. Aber welches Wasser nehmen wir da? Da ist nämlich komplett die 600er Leitung von hinten einfach genommen. Haben wir noch eine über? Diese 600er-Leitung, was war die Mitte? Läuft immer noch. Die Mitte geht hier hin. Die Mitte geht hier hin, macht hier einen Knick. Geht da vorne ran, geht da hoch, bis da drin. Wo gehst du hin zum Teufel? Du gehst hoch, okay. Weiter hoch. Du müsstest dann für Kupfer da sein, ne? Hier. Ja. Das ist Kupfer, liegt an, passt. Okay. Habe ich. Eine zu wenig geplant oder sowas? Sehe ich das gerade richtig und die See ist gar nicht. Hallöchen! Ich habe hier eine 600er Leitung gefunden. Und auch eine, die schön weit oben liegt. So, wir müssen die da rüber kriegen und da hinten irgendwo hoch. Oder wir müssen sie hier hoch kriegen. Ja, das wäre hier hoch und da rüber wird gehen. So. Ich habe eine Idee für diese Leute. Da können wir sie nicht lang ziehen. Da können wir sie auch nicht lang ziehen. Was wir machen können, ist hier. Da geht. Oder noch besser. Da. Moment, das ist 600er Leitung. Die hätten wir gerne hier dran. Und wie bewegt die sich? Warum gehst du? Hey. Versuchen wir andersrum. Echt jetzt? Das scheitert an ein paar Zentimetern. Okay, dann machen wir es doch anders. Dann machen wir doch wieder hier oben drauf. Ziehen die Leitung dahin. Ziehen die Leitung als Nudel da hoch. Machen wir uns direkt hier eine Pumpe dran. Da legen wir die Pumpe. Lecker Bömsche. Ja, okay. Durch, aber egal. So, dich hätten wir gerne. Ja, aber ich möchte dich gerne mit Indikator jetzt haben. Jetzt können wir nämlich hingehen. Einmal eben gucken, dass wir
die Kollegen da drauf setzen. Das bis dahin schon mal. Dann holen wir uns Wasser. Ja, genau. Bitte da dran und nicht daneben, danke. Wasser kommt an, Wasser läuft, sehr schön. Geht's mit dir? So, mal gucken, wohin müssen wir? Bis dahin. Tag, 1, 2. Setzen wir gleich zwei übereinander, damit wir halt auch schön schon mal recht hoch haben. Wir müssen nachher noch das überbrücken. Ich weiß nicht, ob die Pumpe das noch hinkriegt. Aber wir schaffen das schon. So. Jetzt komme ich bis hier vorne in die Mitte. Passt. Das ist ganz gut. Ich glaube, hier passt. 2. Da oben dran und hier rein. Und dann machen wir hier genau in der Mitte. Den Kollegen hin und ziehen das so daran. Gucken, ob den nehmen wir aber auch als. Den nehmen wir mit Indikator. Da und da auch. Da kommt genug an, das Ganze läuft los. Wunderbar, wir haben jetzt auch zu viel hier oben. Aber wir können uns von dieser Leitung immer noch was abquatzen. Abzwacken meine ich natürlich. So. Das heißt, es geht los. Da kommen die ersten Barren, die dann da in Turbodraht gemacht werden. Der Turbodraht läuft hier lang. Geht da vorne runter. Okay. Damit habe ich mir irgendwas gedacht, dass sie nach da unten gehen. Ganz bewusst. Und die hier gehen schön nach da hinten. Machen wir hier KI-Begrenzer. Sobald sie genug Zeug haben. Okay. Dauert natürlich jetzt ein bisschen, bis das alles hier ansteht. Die gehen auch nach unten. Pro Minute. Ich habe hier 6 Stück. Du machst 90. Okay, ich gehe davon aus, so wie ich das, wie das hier gedacht ist, dass ich mir da Gedanken dazu gemacht habe. Okay, wo zum Teufel gehst du hin? Gehst hier runter, darüber, darum. Da rein. Warum wird hier nichts hin verteilt? Intelligentes Splitter. Geradeaus ist beliebig und der Überschuss geht nach unten. Schuss geht dahin, fehlt natürlich jetzt irgendwo dran. Mal gucken, da geht's noch nach unten. Darüber und wieder hoch. Na toll.
Okay. Das ist das Zeug, was wir jetzt da reinbringen. Okay, euch fehlt nachher nur noch Uran. Quarzsand liegt hier schon überall an. Genauso wie Schwefel. Aber warum? Also jetzt mal ernsthaft, ich sehe hier keinen Schwefel auf den Bändern. Ups. Okay. Ich sehe keinen Quarzsand auf diesen Bändern, meine ich. Ja, das heißt, im Moment läuft meine Alu-Produktion so überhaupt nicht. Gucken wir mal, was wir da machen müssen, damit wir das wieder in Ordnung kriegen. Ah, da steht hier einfach nur an. Ihr werdet die Aluminiumbarren aber nicht los. Aluminiumbarren gehen hier hoch. Kupferbarren gehen da runter. Meine ich natürlich. Die liegen da an. Die Casings. Das könnte böse werden. Das könnte so böse werden. Die Casings gehen hier rein. Was fehlt dir? Quarzoszillatoren. Was fehlt dir? KI-Begrenzer. Das ist ja praktisch. Die werden gerade gebaut. Da kommt ein Computer. Das ist auch schön. Also, KI-Begrenzer sind gerade ein Problem. Die haben wir gerade hoffentlich gelöst. Gehen wir mal hier hoch. Gehen wir da. Hier hinten nicht, dass wir die noch nicht angeschlossen haben. So. Du hier machst KI-Begrenzer. Dann kommt der Spaß. KI-Begrenzer. Laufen rein. 4 pro Minute brauchen die. Wir haben 5 Stück, also brauchen wir 20 pro Minute. Was produzierst du hier? 6 pro Minute. Wir machen 6 mal 6 sind 36. Und wir haben wahrscheinlich gesagt, der Überschuss geht dann hier hinten. Das sind die Stäbe, okay. Der Überschuss von denen geht da runter. Okay. Überschuss von denen geht da runter. Das ist hier entlang, da entlang. Dort runter. Ups. Ich vermute hier rein, weil hier werden Quarzoszillatoren gemacht. Aber ich baue einfach noch nicht schnell genug. Aber da läuft mal wieder Quarzsand, also irgendwas passiert. Das ist doch schon mal ganz gut. Ab und an wird wohl einer hier gemacht. Ich kann der jetzt auch von der anderen Seite. Könnte auch sein. Ja, du hast einen und machst daraus einen Quarzoszillator. Sehr gut. Also, das scheint schon mal so weit zu funktionieren. Das ganze System. Puh! Es ist langsam echt komplex. Du machst Signalisatoren. Wie sieht das bei dir aus? Bist du denn hier fleißig? Du warst fleißig, ja. Was ist mit dir? Hier fehlt Stahlrohr, Stahlbetonträger. Hier kommen die hin. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich diesmal für ein Thumbnail mache. Ich glaube, ich nehme das Wasser. World Material, genau. Material. Das ist eine gute Idee. Einfach hier schön diesen Mittelgang.
Das nehmen wir so. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.